Wenn ich in 100er Schritten von 43 bis 1041 zähle, welche Zahlen sage ich dann? Wähle alle zutreffenden aus. Das machen wir jetzt mal. Wir fangen also mit 43 an. 43. Und jetzt addieren wir einfach 100 dazu. Wenn ich 100 dazu addiere, bekomme ich 143. Und jetzt addiere ich wieder 100 dazu. Dann habe ich 200 und 340. 243. Jetzt addiere ich, mache ich immer das Gleiche und jetzt habe ich 300 und 43. Und ich denke, du siehst hier schon, wie das weitergeht. Jetzt habe ich 400 addiert und 43. Und die 100er Stelle mache ich dir ja in grün, dann siehst du es besser. Und wenn ich nochmal 100, dann habe ich 500, 500, 43 und wieder 100, 600, 43. Und ich addiere wieder 100, dann habe ich 743, 743. Wir addieren wieder 100 dazu, immer das Gleiche. Und dann habe ich 843. Ich addiere 100 und habe 943, 943. Oder 900, 4 Zehner und 3 Einer und nochmal 100. Wenn ich dann nochmal 100, dann könnte ich das jetzt als 10 Hunderter und 43 sehen. Und 10 Hunderter ist es übrigens das gleiche wie 1000. Wir können das also auch als 1043 sehen. Und da, ja, weiter soll man ja gar nicht zählen. Und 10, 100 und 43 ist 1043. Welche Zahlen haben wir jetzt gesehen, als wir von 43 bis 1043 gezählt haben? Nein, also 44 haben wir nicht gesehen, 123 haben wir auch nicht gesehen, aber wir haben 143 gesehen und wir haben hier unten 543 gesehen und wir haben 843 gesehen. Also diese drei Zahlen haben wir gesehen. Du kannst das jetzt auch im Kopf machen, also 100, 2, 3, 4, 543, 6, 7, 843, 943 und dann 1043 oder 1043. Egal wie auch immer, diese drei Zahlen sind die Zahlen, die wir benutzt haben, als wir von 43 bis 1043 gezählt haben.